Mond davon war schmerzhaft. Bei der zweiten Trainingsfahrt hat es mich zerlegt unten am Zielsprung. Mond davon war für mich eigentlich ganz okay. Ich habe mich qualifiziert, war in die Heats drin, habe gewusst, da kann ich Gas geben, das ist meins. Und unten in der letzten Kurve habe ich dann einen Fehler gemacht und meinem Zielsprung auch. Und bin dann leider im Fotofinish nur überholt worden. Es war eigentlich ziemlich bitter, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Ergebnis. Bin mitgefahren in die Heats, habe gekämpft, habe gezeigt, was ich kann und das hat schon passt. Ja, also Mond davon ist super gelaufen, weil ich bin ins Finale gefahren und aufs Podest, auf dem dritten Platz. Ja, und besonders schön war es, als ich mit der Dani ins Finale gefahren bin. Und ich hoffe, dass wir das heuer nochmal wiederholen können und dann, wenn möglich, beide aufs Podest fahren. Das war so das Highlight noch in dem Winter. Ja, jetzt sind wir in Innichen da. Da habe ich letztes Jahr gewonnen, also habe ich sehr gute Erinnerungen an das Rennen hier. Und es geht immer um einen Speck. Also, wenn man nämlich aufs Podest fährt, gibt es immer so einen fetten Franzen Speck. Und ich hoffe, da komme ich mir heuer wieder mal mit.